Toll. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Forest. Katar ist mit am Start. Hi. Hi. Und wir müssten jetzt gleich in der Nähe des eingeborenen Dorfs ankommen. Da sehen wir doch auch schon... Falls du hier irgendwo einen Baum siehst, dann habe ich ihn dort verloren. Ich sehe verdammt viele Bäume. Nein, ich meine Baumstämme. Ach so. Ich habe hier gerade einen Baum gefällt. Und der flog in die Richtung, wo du gerade stehst. Und jetzt ist dieser Baum weg. Also die Stämme sind weg. Ich habe zwei aufgehoben, aber da droppen ja immer so 4, 5 raus. Je nachdem. Ja, kann sein. Wer weiß, ne? Oh, hier ist so eine geile Stelle. Hier hat der Let's Player, bei dem ich Forest das erste Mal gesehen habe, sein erstes Haus gebaut. Oha. Hier direkt ganz, im eingeborenen Dorf. Ganz unten auf dieser äußersten Landzunge. Genau da, wo jetzt hier dieses kleine gestrandete Boot liegt. Ach so, hatte ich mir irgendwie einen Bogen gecraftet? Hatte ich eigentlich. Ist nicht mehr da. Naja, ist egal. Hm. Crafted Bow. So, mache ich einfach nochmal. So, jetzt brauche ich Pfeile. Wie ging das nochmal? Sticks. Dafür brauche ich Federn, ne? Ich habe gar keine Federn. Federn? Ja, es gibt so eine schöne Stelle, beziehungsweise die Möwen und Vögel allgemein, die landen gerne auf Steinen. Also nicht die kleinen Steine, die du einsammeln kannst, sondern halt auf großen Felsen. Mhm. Und da kann man die dann immer gut dann umhauen, weil dann 2 Sekunden später schon direkt der nächste Vogel drauf landet. Okay. So, jetzt brauche ich noch... ein Lock, 2 Lock. Ich will da so ein kleines Hunting-Shelter gebaut haben, damit man da so einen kleinen Zufluchtsort hat beim Stick-Marker. So, jetzt brauche ich natürlich noch einen Stamm. War ja klar. Hm. Also hier sind verschiedene Dingsies. Also Felsen, aber keine Möwe. Ja, das ist auch nicht überall. Also es ist wieder, wie so oft, punktuell verteilt. Diese Orte, wo die gerne landen. Beim Cockpit. Da gibt es so eine Felsenanordnung, da landen ganz gerne die Möwen und Vögel drauf. Da kann man dann gut Federn sammeln. Am Strand natürlich sowieso, klar. Oh, Party. So. Sollen wir da mal ins Dorf rein? Das können wir tun. So, ich speichere hier mal ganz kurz. Dann gönne ich mir mal einen Snack. Ach, und ich kann hier ja auch jetzt mal meine Rüstung zu Ende bauen. So, jetzt habe ich hier wieder zur Hälfte Schutz. Ja, ich habe auch ziemlich genau die Hälfte. Dann nehme ich nochmal meine andere Waffe. Wir hätten vielleicht ein paar Knochen mitnehmen sollen, ne? Ich habe überhaupt keine mit. Naja, ist dann so. Brauchte ich nochmal zum Kombinieren der Waffe, wenn ich die Zähne da dran machen möchte? Nicht Stoff, Harz? Ja, Tatsache. Ja. Ja. Bei jedem anderen Item wird angezeigt, wie viele man davon hat. Bei Molotows nicht. Wo bist du? Immer noch da, wo ich war. So. Sammel, sammel. Ah, oh, so ein Effigy-Dingsbums. So ein Schön, das habe ich gerade auch schon kaputt gemacht. Dann wollen wir doch mal. Hier gibt es übrigens auch Dynamit. Und leere Kisten. Und Koffer.
Auch direkt das Dynamit gefunden, ist ja cool. Und ganz viel Soda. Ach, Stoff. Also, Stoff habe ich eigentlich mittlerweile echt so viel. Ja, ich leider nicht. Ich habe irgendwie alles aufgebraucht. Ich weiß nicht wie, aber, ne? Ein Seil. Schlamm? Nee, ich brauche keinen Schlamm. Hier sind Circumboards drin. Drei. Hopp. Hier ist dann auch ein Höhleneingang. Can't carry any more ropes. Schade aber auch. Ja, das ist immer fies. Man möchte immer alles sammeln. Und kann es nicht, weil das Inventar schon voll ist. Das ist immer so ärgerlich, wenn man an solchen Stellen ist. Oh, ich finde diese Tennisspieler, ne? Boah, schrecklich. Ja, ja, zeig mir am besten gar nicht erst, wo die sind. Hier, schau mal. Nein, sind total... nein. Alles aber gut. Guck mal, hier ist sogar, das ist total ästhetisch, weil hier ist dann auch noch so ein schöner Lavendelbusch, Fliederbusch, wie auch immer, so, der da durchwächst. Das sieht voll cool aus. Guck mal, da hat sich einer echt Mühe gemacht. Aha. Alles klar. Das ist Kunst! Kunst ist das! Ich sammle jetzt die Pflanze auf, dann ist es keine Kunst mehr. Ah, ich habe ein Passagier gefunden. Found Passenger, Seat 1. Nice. Okay, so, das kann ich ja eh nicht mehr tragen. Aber Stoff. Ach, diese Steine. Hier ist noch so ein Tennisspieler. Oh, ganz viele Wäscheleinen. Es gibt wahrscheinlich keinen einzigen... Oh, da ist ein Babo hier hinten. Der krabbelt gerade den Baum hoch. Cool. Dann warte ich mal, bis der uns... Ja, pff, ich habe keine Angst vor dem. Ich sammle hier in Ruhe weiter. Wenn der was von mir möchte, dann soll er zu mir kommen und nicht die Bäume hochkraxeln. Hallo, Lurchi. Guck mal, da oben. Hier, an der Tanne. Direkt vor mir die. Siehst du, wie das da leuchtet? Da ist so ein Oberbabo. Ich sehe ihn nicht, aber ich höre ihn. Ach ja, da ist er ja runtergekommen. Ja, das war's wohl, ne? Nee, der braucht noch einen Schlag jetzt. Das ist gut, dass wir den getötet haben, weil meines Erachtens nach hat er nicht geschrien. Dann hat er nämlich auch keine Verbündeten gerufen. Cool. Oder ich hab's nicht mitgekriegt. Nö, also ich hab zumindest keinen lauten Schrei gehört. Nee, ich nämlich auch nicht, außer halt dem üblichen, was die halt so für Geräusch machen, ne? So. Das übliche Rumgegrunze. Genau. Jetzt renne ich schon wieder so halb aus dem Dorf raus. Das wollte ich gar nicht. Ich neige immer dazu, irgendwie vom einem Haus zum anderen, obwohl ich, ja, eigentlich die anderen noch nicht abgeklappert habe. Hast du schon das Dynamit gefunden? Nee. Und dann wieder ab zurück ins Hauptdorf. Okay. Das Dynamit wird uns nämlich ziemlich weiterhelfen. Boah, wie viel Cloth kann man denn aufnehmen? Alles. Ich habe jetzt. Also bei Cloth. Schon. Ja, du kannst weit über 500 kannst du sammeln. Also, okay. Da gibt es nicht wirklich eine Grenze. Ja, dann ziehe ich mir doch jetzt einfach mal alles an Land, was hier rumhängt an Cloth. Das Schöne ist ja bei dem... Ich verstehe nicht, warum die ihre Wäscheleinen durch den halben Wald verteilen. Also, wenn ich Wäsche aufhängen wollte, ne, und müsste dafür eine halbe Waldwanderung machen, dann würde ich die Krise kriegen. Ich würde die doch alle neben meinem Haus aufstellen. Ja, du, das sind ja mehrere Hütten. Möchtest du irgendwie, dass deine Nachbarn ihre Wäsche bei dir vor dem Haus aufhängen? Alle? Nein, schon klar, aber es gibt hier halt Wäscheleien, die sind wirklich draußen im Nichts. Ja, da frage ich mich doch... Ja, wenn jemand draußen im Nichts wohnt... Ach, übrigens, ein Tipp, wenn du hier die Leichen anhaust, ne, dann droppen die manchmal Items. So, Geld und sowas. Okay. Und ich frage mich gerade, ob hier noch irgendwo die Rusty Axt steckt. Eigentlich müsste die hier in dem Ding hier drin stecken, aber ich sehe sie gerade nicht. In dem Baum? Ja. Ne, ich sehe die auch nicht.
Ich steckte da nämlich eigentlich drin. Vielleicht haben sie ja mal wieder die, die Stelle geändert. Ja, das kann schon sein. Dynamit, jawohl, hab ich. Wunderbar, das ist nämlich hier so das ziemlich Besonderste, das hab ich, was man finden kann. Nee, warte, das ist gar kein Dynamit, das sind Flares. Nee, das sind dann vermutlich die Sodas, oder? Ach nee, Flares gibt's natürlich auch, ich klar. Flares gefunden, davon habe ich jetzt schon, heißt das 10 oder heißt das 1 von 0? Da ist irgendwie so ein komischer Strich zwischen, ich glaube, das heißt 10. Ich werde wahrscheinlich 10 Flares haben. 1 von 0 macht jetzt auch nicht wirklich Sinn, also... Ne, da musst du mal schauen. Also irgendwo sind hier so Kisten mit Dynamit. Das ist recht praktisch, weil du kannst mit dem Dynamit natürlich, klar, hier, ne, Feinde umhauen, klar. Aber du kannst mit dem Dynamit natürlich auch wunderbar die Bäume fällen. Je nachdem, wie gut du wirfst, fallen dann auch gerne mal 5 Bäume auf einmal um. Und wenn du so ein Großprojekt hast, ne, dann ist das natürlich sehr praktisch. Okay, ich habe noch keins gefunden bis jetzt, also... Ja, da musst du mal ein bisschen rumgucken. Also bei mir war es direkt, als wir hier reinkamen, war das die Hütte. Also vermutlich dann, war das die hier? Ja, hier. Dann vermutlich. Ja, da war ich ja gerade, aber da waren nur Flares, aber kein Dynamit. Okay, also ich habe hier Dynamit rausgezogen. Das verwundert mich jetzt. Oder haben die das geändert, dass tatsächlich das Dynamit nur eine Person einsammeln kann? Aber es wäre ja bescheuert, weil... Keine Ahnung. Und allen anderen Items... Ja, natürlich. Dass du Dynamit hast und nicht diese... Soll ich mal eins anzünden? Oh, da rennt einer auf dich zu, da rennt einer auf dich zu. Oh Gott, ausgerechnet bin ich gerade hier, das Dynamit in der Hand hab, ne? Schmeiß! Wow! Alter, du kannst wenigstens erstmal Hallo sagen. Bevor du mir ins Gesicht springst. Ich sag dir mit meiner Axt hier Hallo. Oh, der kann aber schön quietschen. So, ja, der ich fürchte, das hat man gehört. Nee, das nicht. Also es gibt schon so einen speziellen Ruf. Das war jetzt nur normales, ja. Ableben. Ableben, genau. So kann man es sagen. Ja, also das einzig Besondere sonst hier noch sind eben die Soda-Boxen. Damals dann eben die Rusty Axe, die man hier rausziehen konnte. Die Dynamitstangen, die ich auch tatsächlich im Inventar habe. Da steht auch Dynamit dran. Das sind nicht die Flares. Okay, ja gut, weil bei mir, ich habe wirklich nur Flares. Oder nee, wo muss ich die suchen, die Dynamitstangen? Ja, die sind halt in Boxen Inventar. Drin. Die sind in Boxen drin. Achso, nee, Quatsch. Im Inventar sind die ganz, ganz unten. Ganz, ganz unten? Ach, rechts, da links. Nee. Ich habe schon 4 Stück, aber wann habe ich die denn aufgesammelt? Ja, hier. Die kriegst du nur hier. Oder eben aus den Höhlen. Also hast du die hier eingesammelt und hast es nur gemerkt? Nö, hab ich wohl nicht gemerkt. Ja. Also okay. Ansonsten gibt's hier noch einen Höhleneingang, aber ja, sonst war's das so im Prinzip an Besonderheiten. Ja gut, dann haben wir ja hier eigentlich schon, ja, wusstest du, dass man hier rauflaufen kann? Hallo? Was? Kuckuck. Oh, da. Ja, ja, das hatte ich schon mal in einem anderen Let's Play gesehen, dass man da drauflaufen kann. Und ich habe da auch gesehen, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber ich habe da auch gesehen, dass die Kannibalen manchmal echt Schwierigkeiten haben, da drauf zu kommen auf die Dächer. Ja, ich hatte auch mal ein Let's Play gesehen, da hat jemand dann, das ist aber schon lange her gewesen, das war bei Patch ganz am Anfang, hat dann jemand quasi sein Lager auf einem Zelt draufgebaut. Also nicht in einem Zelt, sondern auf einem Zelt. Das sah sehr lustig aus. Auch schön. Ja, weil da kamen die nämlich noch gar nicht drauf, die Kannibalen. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das heute verhält, ob die jetzt quasi die Möglichkeit hätten, draufzukommen. Aber damals ging es halt noch gar nicht. Und hat da jemand halt so ein Hunting-Shelter draufgebaut. Das fand ich total lustig, weil er hat dann so außenrum hatte er die Basic Walls gebaut und hat es dann quasi dadurch dann irgendwie durch Draufspringen geschafft, dann auch die Loks da hochzukriegen. Okay. Faszinierend. So, dann laufe ich jetzt mal ganz langsam wieder zurück Richtung Base. Ja, ich auch, weil ich habe nämlich einen frischen Lizard und ich glaube, der möchte auf den Trocknungshalter. Trocknungshalter. Du weißt schon. Ja. Auf den Wäscheständer. Genau. So, noch schnell ein Pflänzchen mitnehmen. Lalala, oh, die Pflanze brauche ich auch.
Kräuterhexe ist wieder unterwegs. Ja, ich sag mal, was seid ihr für Beeren? Ihr seid böse Beeren. Böse Beeren kannst du aber auch einsammeln, das weißt du, ne? Ich dachte, man, dann isst man die. Ja, du kannst sie aber auch einsammeln. Also essen solltest du sie natürlich nicht, weil du kannst damit dann deine Pfeile vergiften. Okay, und wie sammle ich sie ein, ohne sie zu essen? Mit einem Säckchen, vermutlich. Ach so, aber dann brauche ich ja, dann brauche ich ein leeres Säckchen, oder nicht? Weil ich weiß es nicht, schätzungsweise ja. Okay, oder Test. Probier's mal mit dem anderen. Ich nehme jetzt mal meinen vollen Bärensack und versuche das mal. Ja, wenn er voll ist. Irgendwas hat mich auch gerade, glaube ich, angeknurrt. Aber es ist mir egal, ich renne jetzt hier einfach durch. Er ist komplett voll mit blauen Beeren, also 30 blaue Beeren gehen da ja rein. Ah! Guten Tag! Aber Hallöchen. Ich kann trotzdem. Ai, ai, ai. Ich kann gerade nicht. Ich kann trotzdem ich andere sterben. Beeren sammeln. Dann hat der Sack dann quasi noch so ein extra Fach. Ja, quasi. Och, Gott, scheinbar hat der Kapazität für 30 Einheiten pro Beerensorte. Oh, ich bin jetzt hier gerade noch mal so halb gestorben. Geil. Weil mir hier noch einer meinte, Hallo sagen zu müssen. Dann sammle ich jetzt erstmal hier die ganzen Snowberry-Büsche ab. Wenn ich denn diese... Die letzte Beere zu erwischen, ne? Da muss man immer um den Busch dreimal rumrennen, bis man die Stelle gefunden hat, wo man... Ja, das ist ja cool mit dem schweren Säckchen, das ich mehrere transportieren kann. Och, ich hasse das, wenn man keine Energie mehr hat und dann nur noch so lahm. Weißt du, der schleppt tagtäglich bis zu 2 Holzstämme auf der Schulter, locker flockig. Kaum trägt der eine Leiche, dann schnieft und schnauft der. Ja, wahrscheinlich ist das auch, stinkt das auch und dann hat man auch nicht so richtig Bock und ja. Wahrscheinlich außerdem hat der Holzstamm den Vorteil, dass er wow, aua! Wo kommst du denn her? Boah, der Typ manövriert mich aus. Das ist dein fucking Ernst? Kicher nicht so dämlich. Ich hab dich erwischt. Aha. Noch eine Flare. Noch eine Flare. Stoff. Stoff, 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 Stoff. Ja, ich glaube, bis wir da sind, ist die Folge schon wieder rum. Das war gerade exakt mein Gedanke. Noch 5 Kilometer. Du bist irgendwie anders rumgelaufen, ne? Ja, ich laufe immer am Strand entlang. Oh, hinter mir folgen mir welche. Deswegen laufe ich immer am Strand entlang. Was ist jetzt? Mein Gott, ey, beweg dich doch mal einen Tacken schneller. Boah, geht mir das auf den Keks. Schleich, schleich. Mach die Tür auf. Bitte wieder zu. Danke. Ach, jetzt ist unser Feuer hier auch noch kaputt. Mensch. Okay, hier liegen jetzt 3 Leichen, die kann ich aber nicht alle schleppen. Ich habe meine Leiche, die ich mitgenommen habe, natürlich mal wieder gekonnt, 5 Meter neben dem Feuer hingeschmissen. So. Yay, und wir haben richtig geschätzt. Wenn du in die Richtung, in die du läufst, einfach weiterläufst, müsstest du noch 2 Leichen treffen. Wie geil, dein Typ steht bei mir. Oh! Ja, Leichen ist gut. Das ist eine sehr lebendige Leiche, hör mal. Ah! Die waren beide aufsammelbar. Ja, hier kam mir jetzt ein anderer noch entgegen. So. Also du hattest insofern recht. Wenn ich in die Richtung laufe, ja, dann finde ich eine Leiche. Jetzt ist es eine Leiche.
Na denn, hat doch gepasst. Ja. Ich häng schon mal meinen Lizard auf. Oh. Und dann hat sich der Spaß auch schon wieder erledigt mit The Forest. Das ging ja mal wieder flott. Ja. Es wird uns natürlich freuen, wie immer, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und dann müssen wir für heute Tschüss sagen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.